Baumanagement ist wie Schachspielen. Du musst 3 oder 5 Züge vorausdenken. Du musst eigentlich alles voraussehen, was könnte passieren. Ich bin Markus von Gulten. Ich mache Baumanagement seit bald 30 oder 35 Jahren. Also wir sind hier an unserem Firmensitz, der seit dem ersten Tag in dem Büro ist. Wir haben gestartet im 2003. Ja, unser Team hier besteht aus 7 Personen. Das Sekretariat, das aus 2 Personen Teilzeit besteht. Und es sind 4 Projektleiter, Bauleiter. Mit mir sind es 5. Wir machen eigentlich alles gleich. Wir machen alle Projektleiter, Bauleiter, Baumanagement. Wir sind eben ein Team. Wir haben es wirklich gut. Ja! Bau ist so etwas extrem Spannendes. Darum sagen es auch viele, Bau ist das letzte grosse Abenteuer, das es noch gibt in der heutigen modernen Welt. Und Abenteuer hat eben so etwas negativ behaftet. Ich finde, es muss nicht ein Abenteuer sein, aber es muss ein Erlebnis sein. Es muss immer die Emotion übergehen, die beim Bauen entsteht. Beim Planen. Man plant etwas eben 2D. Man hat noch keine Vorstellung, wie es aussieht. Es fängt an zu wachsen. Es wird immer grösser. Letztendlich ist jeder Meilenstein, jeder Schritt, den du machst, wo du näher ankommst, ist eben ein Erlebnis. Und ein Erlebnis ist eigentlich etwas Schönes. Du weißt, du hast hart dafür arbeiten müssen. Du hast alles müssen geben, dass du das anbringst. Alle haben mitgearbeitet. Alle haben ihre Leistung gebracht. Und durch das war es möglich, das zu erreichen. Am Schluss ist ein Bauprojekt wie eine Firma. Du hast alle Sparten, die miteinander zusammen am gleichen Strick ziehen. Und dann funktioniert die Firma und so funktioniert dann auch das Projekt. Unsere grosse Stärke ist, dass wir den Kunden wirklich abfragen. Wir wollen wissen, was er will. Wir wollen ihn spüren. Wir müssen ihn spüren. Wir müssen herausfiltern, was der Kunde für Ansprüche hat. Was sein Ziel ist. Und wenn wir sein Ziel verstehen, dann erst können wir eigentlich anfangen, zielgerichtet aufs Projekt hinzusteuern. Es bedeutet halt auch gegenüber dem Kunden, muss direkt sein. Wenn er die Antwort nicht gibt, wenn er das nicht liefert, was wir brauchen, damit wir ihn verstehen, dann müssen wir halt auch mit dem Kunden hart umspringen. Dann ist es so. Und ich glaube, das ist die Stärke. Wir nehmen kein Blatt vors Maul. Auch vor unserem Auftraggeber nicht. Wenn wir der Meinung sind, es braucht es, damit wir unseren Job, den er uns mal hat wollen, richtig machen und gut machen, dann wird er gnadenlos gefragt. Also wir sind jetzt von der Alt Micasa übernommen worden, vor etwa 2 Monaten rund. Und ich habe mich massiv an der Alt Micasa beteiligt, im Gegenzug. In dem Bereich, den ich bis jetzt noch nicht betreut habe, als von Baumanagement AG, wo jetzt Alt Micasa bietet, neuen Input kann geben. In diesen Teil hinein. Und umgekehrt ist es so, dass natürlich dort mit so Input geben kann bei uns im Baumanagement hinein. Und das ist das, was ich extrem spannend finde und ich freue mich total auf die Reise.